In ihrem kursächsischen Bilderbogen erwecken die Schauspieler Ilona Knobbe und Rainer Gode historische Persönlichkeiten der Stadt Wittenberg zu neuem Leben. Bei ihren Gastspielen werden sie so zu Botschaftern für die lebendige Geschichte Mitteldeutschlands. Im ersten Kapitel des Bilderbogens stellen wir das Ehepaar Luther dar und fahren mit unserem Mitspielstück Wer hat im Hause die Hosen an, Herr Käthe? Einer Kombination von mittelalterlichem Essen und den Tischreden über die Ehe durch ganz Deutschland. Wegen der notwendigen Restaurierung der Bronzefigur von Johann Gottfried Schadow wurde nach 200 Jahren Dr. Martin Luther von seinem angestammten Platz auf dem Wittenberger Marktplatz durch einen Kran vom Sockel gehoben. Der freie Platz wurde durch eine Installation von 800 Lutherbotschaftern von Professor Hörl unter dem Titel »Hier stehe ich« vom 14. August bis zum 12. September 2010 besetzt. »Ich multipliziere Luthers Präsenz«, so der Künstler, »damit sich seine Ideen in Gestalt des Symbolträgers in die ganze Welt verteilen können.« Das mobile Luther-Denkmal wird zum Luther-Botschafter. Des Volkes Maul ist schnell und spöttisch, denn die Wittenberger tauften die Installation auf dem Wittenberger Marktplatz mit den 5 bzw. 4 farbigen Botschaftern Lutherzwerge. Und so manchem Kritiker traten die Tränen in die Augen und auch die Nase lief ihnen. Und wenn es regnete, wohl auch unserem Martinus selbst. Für uns Schauspieler aber erschlossen sich die 5 Farben zu 5 verschiedenen Facetten unseres Lutherbildes. Luther selbst war ein trefflicher Streiter mit missionarischer Ader, der nicht auf einen Denkmalsockel wollte, sondern mit dem Wort die Welt verändern. Denn er hat ja dem Volke aufs Maul geschaut. Dafür steht für uns der bronzene Luther, das Geschichtsbild Luther. Der intellektuelle Augustiner in der schwarzen Kutte leitete mit den 95 Thesen und den Hammerschlägen an der Schlosskirche die Reformation ein. Dem Papst wurde schwarz vor Augen. Die Wittenberger erinnern mit der Lutherdekade 10 Jahre lang an dieses Ereignis, in dem sie von 2008 bis 2017 die Lebensstationen Luthers und seine Mitstreiter als Höhepunkte gestalten. Dafür steht der schwarze Luther. Der rote Luther steht für die Liebe und für das Bündnis zwischen Mann und Weib. Sinn und Vorbild der evangelischen Pfarrersfamilie. Am Elstertor, wohlweislich wenige Meter vor der Wittenberger Grenze, damit der Bannfluch nicht auf die Stadt fiel, sieht man die Stelle, wo Luther die Bulle des Papstes verbrannte. Heute steht hier zur Erinnerung die Luther-Eiche.
Der Same der Reformation ist aufgegangen. Dafür steht der grüne Luther. Will doch mit Maten trinken, will doch mit Maten trinken, will doch mit Maten. Der blaue Luther steht für Gastfreundschaft und Kommunikation. Wann ich con Mate liegt, den trinkt und verkost. Wann ich con Mate liegt, den trinkt und verkost. En Algoreuters wird hier auf Dicken, wird hier auf Dinken. En Algoreuters wird hier auf Dicken, wird hier auf Dinken. Den trinkt und mag Menschen helle. Will doch mit Maten trinken, 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 mit Maten trinken. Und ich kann Maten nicht den Trinkpott verkost. Und ich kann Maten nicht den Trinkpott verkost. Den Alkoholreuters wird hier auf Dinken, wird hier auf Dinken. En Alkoholreuters wild hier auf Dinken, wild hier auf Dinken. Zu den streitbaren Tischreden über die Ehe laden wir Sie gegenüber der Thesentür recht herzlich ein. Spricht, also da muss man noch was essen, ne? Ja, aber wenn ihr denkt, liebe Scholaren, ihr könnt euch hier so einfach durchschlauchen, wie bei Luthers zu Hause. Ja, ich werde euch erstmal examinieren. Ja, also, wer übersetzt mir denn mal vom Deutschen ins Lateinische? Wo waren wir denn gestern? Nicht in der Vorlesung, was? Frieden muss man machen. So wie wir beide das an jedem Abend tun. Dann wünsche ich guten Appetit. Also das Weib sei dem Manne gehorsam. Bist du mein Abt? Bist du mein Beichtvater? Oder bist du mein Mann? Ja, und? Ihr seid unlustig, Martinus. Ich habe euch einen Trunk zubereitet, der ist gut gegen die Unlust. Die gemeine Schafgarbe, ich habe sie im Rotwein gesiedelt. Und du trinkst, solange der Trunk warm ist. Die schlimmste Krankheit ist nämlich die Unlust und ich dulde sie nicht unter unserem Dach. Magda, muss das sein. Das muss sein. Bitte schön. Ich dachte schon, du kommst nicht. Doch. Schönen Dank, oh. Bitte. Nun dann, Prosit, liebe Schulan. Na? So schlecht schmeckt das. Das siehst du. In dem Sinne möchten wir uns dann von Ihnen verabschieden, nicht nur als Ehepaar Luther, sondern auch als Kurtheater Bad Schmiedeberg. Und da wollen wir Ihnen natürlich vor allen Dingen Gesundheit, Gesundheit und nochmals Gesundheit wünschen. Zu den streitbaren Tischreden über die Ehe laden wir Sie gegenüber der Thesentür recht herzlich ein. Ein Erlebnis, das das Lutherpaar zu lebendiger Geschichte werden lässt. Oder wir kommen zu Ihnen als Botschafter der Lutherdekade.